Die KT-Zelltherapie ist eine neue individualisierte Therapie, bei der wir die gesunden Immunzellen, T-Zellen einer Patientin oder eines Patienten aus dem Körper entfernen, mit gentechnischen Verfahren so verändern, dass sie gegen die Tumorzellen wieder scharf gemacht sind und dann anschließend, ähnlich wie bei einer Stammzelltransplantation, wieder in den Körper zurückinfundiert werden. Die KT-Zelltherapie ist derzeit zugelassen für Patientinnen mit aggressiven B-Zell-Lymphomen bzw. primär mediastinalen Lymphomen und für Kinder und junge Erwachsene mit einer akuten lymphatischen Leukämie bis zu 25 Jahre. Es laufen aber eine große Anzahl von Studien, wo wir versuchen, diese Therapien auch zugänglich zu machen für Patientinnen mit anderen Lymphomen, anderen Leukämien und dem multiplen Myelom zum Beispiel. Der Vorteil ist, dass sie eine zielgerichtete Therapie ist, dass wir also tatsächlich in diese Zellen Informationen einbauen, die ihnen hilft, die Tumorzellen als solche zu erkennen und auch gezielt kaputt zu machen. Andererseits ist es auch so, dass die Therapie zwar schon Nebenwirkungen hat, diese aber gut beherrscht werden können und dass daher auch Patientinnen, die nicht für eine Transplantation geeignet sind, aufgrund ihres Fitnesszustandes oder Alters, diese Therapien bekommen können. Bei der KT-Zelltherapie entnehmen wir, ähnlich wie bei einer Stammzellentnahme, die in diesem Fall die T-Zellen. Das geschieht in Form einer Blutwäsche. Sie hängen für ein paar Stunden an einer Maschine. Hier hilft uns die Transfusionsmedizin und diese Zellen werden dann anschließend aufbereitet und eingefroren und werden dann in einer Zellfabrik so weit umgestaltet. Man verändert diese Zellen genetisch, indem man mit einem Virus eine neue Information einbringt, die Tumorzellen später erkennen können. Dann werden diese Zellen in einem Reagenzglas auch zum Wachsen angeregt, sodass man große Zahlen von diesen Zellen für den einzelnen Patienten bekommt. Und nach ungefähr einem Monat werden diese Zellen dann in Form einer Bluttransfusion, in diesem Fall Zelltransfusion, wieder der Patientin und dem Patienten zurückgegeben. Sie kriegen dabei eben einen Beutel infundiert, der in den meisten Fällen nur ungefähr 10 Milliliter Inhalt hat. Es braucht zur Verabreichung der KT-Zelltherapie eine spezielle Expertise. Wir haben uns in Österreich auf eine Strategie geeinigt, wo eben flächendeckend KT-Zelltherapien über ganz Österreich verteilt durchgeführt werden. Es sollte das Zentrum in erster Linie ähnliche Voraussetzungen wie ein Transplantzentrum, das autologe Stammzelltransplantationen durchführen kann, haben. Es findet eine Zertifizierung statt, also es muss das Zentrum als solches für geeignet empfunden worden sein und einen Qualitätskontrollprozess durchlaufen haben und natürlich müssen die Mitarbeiter entsprechend geschult sein. Im optimalen Fall sollte dieser Effekt für immer anhalten. Wir wissen aus einigen Untersuchungen, diese KT-Zellen gibt es ja eigentlich erst seit ungefähr 2012, dass bei Kindern mit akuter lymphatischer Leukämie diese Zellen bereits 5, 6, 7 Jahre im Körper überlebt haben. Bei den Patienten mit Lymphomen, die wir zuletzt behandelt haben, kann es durchaus sein, dass diese Patienten
KT-Zellen im peripheren Blut nachweisbar haben für 2, 3 Jahre. Das ist auch das Ziel dieser Therapie, dass sie verhindern soll, dass das Lymphom an irgendeiner Stelle des Körpers wieder aufflammt. Es gibt mehrere Nebenwirkungen durch die KT-Zelltherapie, die wir aber Gott sei Dank fast immer gut beherrschen können. Das sind akute Nebenwirkungen. T-Zellen werden in ihren Körper infundiert und verursachen dort eine Immunreaktion. Das heißt, es läuft so ähnlich ab wie bei einer Grippe, wo die Immunzellen, die T-Zellen versuchen, in diesem Fall die bösen Zellen zu entfernen. Es werden Botenstoffe freigesetzt, man hat grippeartige Symptome mit Fieber, manchmal kann es zu Kreislaufproblemen führen und bei einer ganz kleinen Anzahl von Patienten kann das sogar dazu führen, dass wir sie für einige Tage auf die Intensivstation bringen müssen. Die zweite relativ früh auftretende Nebenwirkung ist die sogenannte Neurotoxizität. Das heißt, es verändern sich durch diese im Körper ablaufenden Reaktionen die Wahrnehmung, man wird langsamer, das kann zur Eintrübung des Bewusstseins führen, man ist nicht mehr Herr seiner selbst, aber auch gegen diese Nebenwirkungen haben wir ein Management, das wir dann im Notfall einsetzen können und auch hier kann gelegentlich ein Intensivstationsaufenthalt notwendig sein, der aber zeitlich begrenzt ist. Die Langzeitnebenwirkungen dieser Therapien sind zweifach. Das eine ist, dass es bei ungefähr einem Drittel der Patienten so ähnlich wie bei Chemotherapien zu einer Verminderung der weißen und roten und manchmal Blutblättchen, Blutzellen kommt, die dann dazu führen, dass man manchmal sogar Bluttransfusionen geben muss. Und als Spätwirkung ist es so, dass die derzeit verfügbaren KT-Zellen einen Biomarker namens CD19 angreifen, der auch auf normalen B-Zellen ist, die Immunglobuline, also Abwehrstoffe des Körpers, produzieren, sodass wir mit der Therapie einen chronischen Immunglobulinmangel auch mit in Kauf nehmen, der bei einer kleinen Anzahl von Patienten, das sind ungefähr ein Drittel, dann auch entsprechend behandelt werden muss. Über Langzeitnebenwirkungen wissen wir, wie gesagt, seit ungefähr 7 Jahren Bescheid bei einer relativ kleinen Patientenanzahl. Diese Immunschwäche ist sicherlich eine Langzeitwirkung. Die wenigsten Patienten haben aber schwere Infektionen nach dieser Therapie. Und man darf natürlich auch nicht vergessen, dass die Patientinnen und Patienten, die wir bis jetzt behandelt haben, sehr schwer vorbehandelt waren, also auch eine Reihe von Chemotherapien hatten und eigentlich eine sehr geringe Lebenserwartung hatten, die wir mit der KT-Zelltherapie doch deutlich zum Positiven verändert haben. Und jetzt leben diese Patientinnen und Patienten aber erst seit 3, 4, 5 Jahren. Wir haben jetzt Erfahrung seit 2016, sodass wir über ganz späte Nebenwirkungen noch nicht Bescheid wissen. Dafür gibt es aber eine Pflicht für uns dass, und auch für die Firmen, die diese Medikamente oder Zellen produzieren, dass wir die Patientinnen Langzeit beobachten, mindestens einmal 15 Jahre lang. Und daher werden wir in den nächsten 15 Jahren dann schon besser Bescheid wissen. Also erstens einmal ist es so, dass wir uns wünschen, dass die Patientinnen oder dass Sie als Patientin sich gut aufgeklärt fühlen. Also Sie sollten darauf achten, dass Sie wirklich möglichst viel über die Therapie erfahren. In den meisten Fällen werden Sie bereits einiges an Vortherapien, Chemotherapien gehabt haben, sodass es jetzt von der Art des Ablaufs und von den Nebenwirkungen nicht so neu für Sie ist, bis auf diese Therapien, Nebenwirkungen, die eben akut auftreten, wie
dass die grippefieberartigen Symptome, wir nennen das Zytokin-Release-Syndrom oder eben diese Neurotoxizität. Sie sollten auch wissen, dass Sie für diese Therapie aufgenommen werden müssen, stationär aufgenommen werden müssen und dass Sie mit einem Spitalsaufenthalt von ca. 14 Tagen, manchmal 3 Wochen rechnen müssen. Weiters ist es auch wichtig, dass im Vorfeld natürlich wir eben eine T-Zellpherese durchführen. Das ist vielleicht auch interessant für Patientinnen, die schon einmal eine Stammzellpherese hatten. Wir können die Stammzellen, die zum Beispiel eingefroren sind, in dieser Form nicht verwenden, sondern wir müssen neue T-Zellen gewinnen, weil die Stammzellen eine andere Zellform darstellen, so wie sie vorher eingefroren sind. Man kann aber auch diese T-Zellen einfrieren und zu einem bestimmten Zeitpunkt dann auftauen und als Medikament zum Medikament machen.